Hallo, guten Morgen, ich bin's euer Daniel Gärtner und heute muss ich ein bisschen leise reden, weil wir sind gerade am Set von Ballonfangen. Ihr kennt ja die Serie Ewige Helden und jetzt geht's gleich los mit dem Wettkampf. So schnell wie möglich auf ein Signal reagieren und die Schnur eines Ballons festhalten. Abstand vergrößert sich von Durchgang zu Durchgang. Und hierfür habe ich für euch auch eine passende Übung, die auch viel Spaß macht und wirklich auch die Reaktionsfähigkeit fördert. Das kann man mit einem Stab machen und dazu braucht man einen Partner. Und geht ganz einfach, indem man zum Beispiel die Hand eines Partners in einer neutralen Position lässt, einen Stab hier hält und jetzt lässt man den Stab einfach los und der Partner muss so schnell wie möglich diesen Stab festhalten. Okay, es war jetzt zum Beispiel genau in der Mitte und wenn ihr versucht, etwas schneller zu reagieren, dann kann es passieren, dass ihr den Stab weiter unten, also das heißt weiter am Ende greift und dann kann man auch wirklich feststellen, ob ihr schneller geworden seid oder nicht. Super. Der Partner sagt aber an, mit welcher Hand man fangen muss. Zum Beispiel jetzt hier linke Hand. Ja, da müsst ihr links zugreifen oder rechte Hand. Links. Super. Rechts. Und das ist wirklich super für die Verknüpfung im Gehirn und allgemein die Koordination wird hier sehr, sehr gut gefördert. Rot. Super. Blau. Gut. Rot. Falsch. Rot ist rechts. Also ihr seht, die Verbindungen im Gehirn sind hier ganz, ganz wichtig. Um das Ganze noch spannender zu machen, habt ihr auch die Möglichkeit, aus einer gewissen Entfernung zu starten. Das ist so ein typisches Training, das man auch ganz gerne im Kampfsport macht, im Fechten zum Beispiel oder ja in allen Kickbox- und Karate-Disziplinen, auch im Taekwondo, so explosiv nach vorne sprinten. Und das kommt der Aufgabe in der Sendung schon ziemlich nahe. Jo, das war zwischendrin am Set einfach nur eine kleine Übung, um die Reaktionsfähigkeit zu fördern. Und wir haben uns daran an den Athleten orientiert, die genau die ähnliche Aufgabe durchführen müssen. Wenn es euch gefallen hat, liked mich und abonniert mich und schaut auch regelmäßig wieder rein, denn es folgen noch weitere tolle Workouts und Übungen. Bis dann, euer Daniel. Ciao. Und das ähnliche Spiel, den ähnlichen Wettkampf müssen jetzt unsere Athleten bei Ewige Helden auch durchführen. Und hier sieht man schon die Wettkampfstätte. Hier wird das Ganze, ich deute mit dem Finger hin, hier wird das Ganze auch durchgeführt. Aber die müssen so schnell wie möglich Ballons schnappen. Also sie stehen vor Ballons und müssen die so schnell wie möglich schnappen. Ihr müsst versuchen, euren Ballon an der Schnur zu erwischen. Fliegt ihr euch davon, seid ihr leider ausgeschieden. Von Runde zu Runde wird der Abstand zu den Ballons vergrößert. Und denkt, hier ist nicht die Kraft gefordert, sondern
Eine halbe Stunde maximal Anspannung. Und dann eine halbe Stunde.